das Biosphärenreservat Drumlink. Der Drumlink wird auch Land der 1000 Gräben genannt. Vor Jahrzehnten sind zur Entwässerung und Nutzung der Niedermoore Kanäle angelegt worden. Die intensive Nutzung des Drumlinks ist jedoch vorbei. Heute tragen Renaturierungsmaßnahmen und eine angepasste Landwirtschaft zur Sicherung zahlreicher Tierarten bei. Fischotter, Biber, Seeadler und Eisvogel zählen zu den sensiblen Arten, deren Bestand sich in dem gewässerreichen Netzwerk des Drumlinks wieder stabilisieren konnte. Weißstörche, Schwäne, Kraniche und viele Enten- und Gänsearten nutzen die weitläufigen Feuchtgebiete als Durchzugs- und Rastgebiete. Heute beherbergen die Feuchtwiesen, Moore, Kanäle und Teiche des Drumlinks über 400 bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Der Biber ist eine Schlüsselart des Drumlinks. Feuchte Wälder mit langsam fließenden oder stehenden Gewässern, die im Sommer nicht austrocknen und im Winter nicht zufrieren, sind sein bevorzugter Lebensraum. Wie kaum ein anderes Tier ist er in der Lage, seine Umgebung nach seinen Bedürfnissen zu gestalten und zu verbessern. Deshalb nennt man ihn auch den Landschaftsarchitekten unter den Tieren. Hier sieht man jetzt, wie der Biber von seinem Hauptflussarm einen weiteren kleinen Nebenarm angelegt hat. Dieser war vermutlich schon vorhanden, bevor der Biber hier auftauchte. Dieser hat den einfach nur angestaut und der Gang ist jetzt mit Wasser vollgelaufen. Dieses Wasser geht in diese Richtung weiter bis zu einem weiteren See. Das heißt, der Biber hat sich eine Verbindung zwischen den beiden Gewässern geschaffen, dass er sich leichter und gefahrloser dort bewegen kann. Man fragt sich natürlich, warum fällt der Biber so einen dicken Stamm? Ich meine, er kann ja nicht klettern. Das heißt, er muss irgendwie an die dünnen Äste drankommen, die er fressen kann. Besser gesagt nicht die Äste, sondern nur die Rinde und die Blätter. Denn er mag nur frisches Grün. Und da er nicht klettern kann, muss er sich anders helfen und fällt in dem Fall gleich den ganzen Baum. Das tut er in Etappen. Man sieht wunderschön, dass das letzte Stück gebrochen ist. Das heißt, der Biber fängt an, nagt zuerst die Rinde einmal ringsherum ab. Dann arbeitet er sich langsam vor und den Kern, wo das Holz am härtesten ist, den meidet er, weil es ist für ihn zu anstrengend. Dann lässt er den Baum einfach stehen und hofft, dass es windiger wird. Dann erledigt der Wind sozusagen den Rest der Arbeit für den Biber und der Biber hat dann freies Spiel. Der europäische Biber ist das größte bei uns heimische Nagetier. Er erreicht eine Länge von ca. 1,40 Meter und ein Gewicht von 20 bis 30 Kilogramm. Sein durchschnittliches Alter wird mit etwa 15 bis 20 Jahren angegeben. Der Biber ist dämmerungs- und nachtaktiv. Er kommt erst in den Abendstunden aus seinem Bau. Nachdem er seinen Hunger gestillt hat, kontrolliert er Dämme, Bau- und Reviergrenzen, pflegt sein Fell und die sozialen Kontakte zu seinen Familienmitgliedern. Mit 2 bis 3 Stunden verbringt er dabei tatsächlich im Wasser. Die restliche Zeit hält er sich an Land oder in seiner trockenen Erdhöhle auf. Doch der Biber lebt nicht allein. Auch Sumpfbiber, wie die Nutrias im Volksmund heißen, finden sich zunehmend im Drumlink ein. Die pelzigen Nagetiere sehen den Dammbauern wirklich sehr ähnlich. Doch an ihrem runden Schwanz kann man sie leicht erkennen. Im Gegensatz dazu hat der Biber einen flachen Schwanz, die sogenannte Kelle. Die aus Südamerika stammenden Nutrias sind zudem deutlich kleiner als die Biber. Früher sind die Tiere gezüchtet worden, doch als die Zucht nicht mehr rentabel war, wurden die Nutrias vielerorts einfach ausgesetzt. Für den Hochwasserschutz und die Sicherung von Uferböschungen stellen Nutrias mittlerweile ein sehr großes Problem dar. Legen sie ihre Höhlen doch allzu gern in vorhandenen Deichen und Böschungen an. Nutrias werden aus diesen Gründen stark bejagt. Naturschützer stufen sie als invasive Art ein, die auf die heimische Fauna und Flora negative Auswirkungen hat. Thank you.
Der Drömmling weist eine strukturreiche Mosaiklandschaft auf. Neben Feucht- und Niedermoorgebieten, schilfbesetzten Gräben und landwirtschaftlichen Flächen existieren viel verbreitet auch Hecken und Waldinseln. Selbst trockene, sandige Lebensräume sind im Drömmling zu finden. Diese Strukturvielfalt bindet viele Insektenarten an sich. Neben einer Vielzahl vorkommender Wildbienenarten hat gerade auch die Honigbiene in der Naturschutz- und Umweltbildungsarbeit des Drömmlings ihren Platz gefunden. Das Netzwerk Blühende Landschaften, das entstand 2003, weil schon seit Mitte der 80er Jahre einfach festgestellt wurde, dass die Insekten immer weniger werden und das jetzt so dramatische Ausmaße annimmt, dass man versucht, die Menschen zu sensibilisieren für das Thema. Und interessant war es einfach auch, weil hier so viele Obstbäume stehen, für uns zu sehen, hat man dann wirklich größere Erträge. Aber das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie die Witterung im Frühjahr ist und wie trocken es ist. Und in diesem Jahr ist es ja wirklich auch wieder sehr trocken. Warum sind die Bienen für das Biosphärenreservat Drömmling so wichtig? Die Bienen sind im Biosphärenreservat Drömmling so wichtig für unsere Streuobstwiesen, damit wir jedes Jahr wieder viel Obst ernten können. Außerdem haben sie eine gute Verbindung geschaffen für ein Projekt zwischen Junior Rangern und Leuten, die bei der Lebenshilfe wohnen und arbeiten und Mitarbeitern der Naturparkverwaltung und jetzt Biosphärenreservatsverwaltung. An den Bienenvölkern kann man gut Insektenleben darstellen und das erfahrbar machen für alle. Also man kann sehen, wie so ein Bienenstaat lebt und ja, sich das genauer angucken. Das weckt oft ein bisschen mehr Interesse auch an der heimischen Bienenwelt, an den einheimischen Bienen und Hummeln und auch Schwebfliegen und alles, was sonst zu den Insekten gehört. Und man kann damit gute Naturschutzarbeit verbinden. Und welche Pflanze ist es, wo sie reinkrabbeln müssen? Die gelbe, ja. Die gelbe. Na? Die blüht hier rot. Das ist die Bauernrose, oder? Wie heißt sie richtig? Malve. Beide Hände? Und langsam. Langsam, genau. Ja, schön Futterkranz. So, da guckst du drauf, ob Eier drauf sind. Nicht fallen lassen. Drüber bleiben, über der Kiste. Eier ist drauf. Aber die muss man nicht finden. Wir haben Eier da. Damit heißt das Volk ist in Ordnung. Super. Warte, reicht schon. Wir verschränken die hier mal. Gut, was machen die Bienen, die hier draußen sitzen? Wache halten. Nein. Kriegt Sonne? Weißt du es? Die schlagen mit den Flügeln und sorgen somit dafür, dass frische Luft in den Bienenstock kommt. Ganz klasse, genau. Oh, super. Genau. Sie sterzeln. Mal hier, da sind so Wühlmauslöcher. Das ist vielleicht in diesem Jahr noch bewohnt. Aber das könnte im nächsten Jahr schon frei sein für eine Erdhummel oder für ein kleines Wespennest. Also hier muss man schon viel genauer hinschauen. Es gibt 560 Arten in Deutschland und hier in der Region wahrscheinlich 200. So genau haben wir die nicht zählen können. Und die lebt hauptsächlich im Boden als Einzelne, als Solitärbiene. Und die bekanntesten Vertreter unter den Wildbienen, das sind die Hummeln. Aber auch die Wespen zählen mit zu den Wildbienen mit dazu. Und ich würde das aber auch nicht abgrenzen. Wir tun ja auch viel für andere Insekten, für Fliegen und dergleichen. Also das gehört alles in den Kreislauf mit rein. Was machen eigentlich die Bienen, wenn kein Futter mehr da ist? Die Wildbienen, die würden leider verhungern. So krass ist das. Die Honigbienen, die haben es gut, wenn die durch einen Imker betreut werden. Der kann die Rähmchen rausziehen im Bienenstock, schaut, wie viel Honig ist dort drin. Wenn der Honig nicht ausreicht, dann kommt er mit der Kanne Zucker, das hatten wir vor 2 Wochen, Zuckerwasser und füttert nach.
Oder er bringt den eigenen Honig, den die Bienen irgendwann mal eingetragen haben, wieder zurück in so eine Beute. Ja, das sind dann die Imker, die es ganz gut meinen. Also zum Beispiel das Bienenvolk in Kempkerhorst, das bekommt Honig, Honig gefüttert. Viele Naturschutzmaßnahmen sind in den letzten Jahren im Drömling umgesetzt worden. Auf immer größeren Flächen entstehen Sümpfe und Moore. Bodensenken und Kleingewässer ermöglichen vielen Tier- und Pflanzenarten wichtige Rückzugsgebiete. Die Natur richtet sich ein im Drömling.